Hallöchen YouTube, ich begrüße euch heute mal wieder zu einem kleinen YouTube-Video. Wir spielen wieder Hand und los geht's. Da wurde ich gerade schon angeschrieben in Discord, aber es ist halb so wild durch. Halb so wild. Ich spiele wieder den Charakter von der letzten Runde. Wieder mit Schrotflinte. Wieder mit Pistol. Und ich habe auch so wieder ein bisschen den Ball gespielt, um auch ein bisschen besser zu werden. Dooferweise wieder mein nicht gefilmt, was ich so im Nachhinein gut bereut habe, weil gestern war eine oder beim letzten Mal war eine mega gute, coole Runde und ich habe nicht gefilmt, weil ich nur was ausprobiert habe. Naja, muss man durch. Ja. So. Da hinten ist noch ein Zombie. Und da ist auch schon was. Ich hoffe, die Soundabmischung passt noch so halbwegs. Ich kann immer noch ein bisschen mit dem Mikro hier arbeiten. Ich hatte nämlich nur einen relativ günstigen. Also das Mikro ist ja neu. Das habe ich glaube ich schon erzählt. Und ich habe nur einen günstigen Mikrofonständer dazu genommen, weil ich. Ja, wer billig Kopf, Kopf zweimal. Meine Allergie hatte ich auch ein bisschen beruhigt. Dadurch. Ja, ich sollte vielleicht doch nicht so ins Mikro atmen. Okay, dann haben wir so eine Witch. Da haben wir ein schreiendes Pferd. Boah. Ich bin echt tief im Wasser. Oh shit. Achso, ich bin ja auch noch geduckt gewesen. Oh Mann, da hinten schießt einer. Ich hoffe, ich habe die Kopfhörer nicht wieder falsch rum auf. Dazu nage ich ja. Okay. Ich muss sagen, ich habe das Spiel auch schon relativ viel jetzt gespielt. Ich habe jetzt um die 15 Stunden. Okay, hier guckt echt nicht mehr viel bei mir aus dem Wasser. Gehen wir mal da lang. Hier wird auch irgendwo dann ein Spieler, glaube ich, bald auftauchen. Beziehungsweise bewege ich mich auch dreisterweise ein bisschen in Richtung Spieler. Wobei ich mit der Schrotflinte nicht der beste Jäger bin. Ja, hat na ganz schön. Ach, worauf? Hoffentlich haben die ein schönes Monster gefunden. Aber ich vermute mal. Okay. So. Ich glaube, der Devo hat mich auch angeschrieben. Oder der Days, je nachdem, welchen Namen er jetzt nimmt. Discord. Oh, man sieht aber hier ein bisschen so die Grafik flimmern. Uiuiui. Nicht schick. Wenn das Spiel ansonsten sehr schick ist. So, gucken wir mal.
Okay, da ist niemand. Die Schatten. Die flimmern. Aber ich kann die Grafik leider nicht hochdrehen, wenn ich die Frames. Also ich spiele hier fast ultra. Oder fast sehr hoch. Ich weiß gar nicht, wie hier die Grafikeinstellungen genau sind. Oder die Betitelung. Aber ich habe ein bisschen runtergedreht, weil ich ja bei dem ersten Gameplay, wo ich noch viel, viel, viel zu leise war. AKA ein Gameplay, was hoffentlich bald nicht mehr online ist. Weil ich halt echt gar nicht zu hören war. Da sieht man das ganz schön. Das ganz schön ruckelt. Das war an irgendeiner Einstellung, lag das. Ach, oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Lag an der Anti-Aliasing-Technologie, glaube ich, die ich verwendet habe oder genutzt habe. Die hat sehr. Da ist ein Spieler. Der war's. Okay, da ist noch ein Spieler in der Nähe. Wo ist hier deine Leiche hin? Oh, meine Maus hat gar nicht reagiert. Hat er überlebt? Kann nicht sein, ich hätte getroffen. Muss jetzt hier irgendwie hochkommen. Ohne von irgendwas vernascht zu werden. Sei es Spinner oder sei es Hunde oder sei es irgendwelche Flatterviecher. Okay, da ist der Hind. Oh, die sind aber echt nah. Und ich brauche gar nicht flüstern. Spieler habe ich auch nur an seiner schnellen Bewegung erkannt. Weil der sah auch ein bisschen aus wie so ein Zombie. Oder da hinten. Ich weiß es nicht. Andere Kopfhörer wären besser. 7.1 Kopfhörer. Oder vielleicht bessere Virtualisierung des Sounds. Wobei, die sind ja hier eigentlich ganz okay. Ich habe die ein bisschen abgenudelt und das Mikro ist echt nicht so berauschend. Also die Soundqualität von den Kopfhörern geht eigentlich, aber das Mikro ist halt, wenn man meine alten Videos kennt, also die mittelalten, sagen wir mal so, die ganz alten sind nochmal mit einem anderen Mikro aufgenommen. Der wird. Ja, Spieler.
Das Ganze in der Nähe sein. Ich bin ein bisschen zu doof, um den zu suchen. Weil der kann natürlich auch jederzeit um. Was natürlich schön ist, keiner wird den anderen toten Spieler finden. Außerdem die Grafik irgendwie so niedrig gestellt, dass das Wasser aus ist. Was ein bisschen lustig wäre. Aber es wird so keiner wissen, dass ich da bin, außer halt durch mein eigenes doofes Benehmen. Hier läuft man natürlich wie auf so einer. Wie auf dem Präsentierteller. Bin ich hier. Und ich habe den ja auch nur gesehen, weil er hier oben auf dem Präsentierteller war. Und sich natürlich so abrupt bewegt hat. Jetzt hätte es ja auch ein. Ich finde die Spiegelung eigentlich ganz cool. Das ist ja jetzt so eine tolle neue Grafiktechnik von Raytracing. Also die Spiegelung ist nicht hübsch. Würde ich jetzt nicht behaupten, aber Raytracing, solche Spiegelungen verbessern, weil die Lichtberechnung anders stattfindet. Ich höre die doch hier ständig auf. Da oben ist. Ich täusche mich, glaube ich, immer nur. Ja, also die, bei Raytracing ist ja diese neue Technologie, die ja die Grafikkarten GTX, GRTX jetzt benutzen, Raytracing Technology, keine Ahnung. Experience ist wahrscheinlich FX. Und die ändern halt diese halt nicht nur die Lichtberechnung, sondern halt auch so ein bisschen ändern die den Stil, wie Sachen berechnet, Grafiken berechnet werden. Bin ich aber kein Experte drin, auch wenn ich selber ja Wirtschaftsinformatik studiere und auch als Entwickler arbeite, oder als Werkstudent, sagen wir mal eher so. Habe ich da keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich hatte ja im Python, also das ist auch so eine Programmiersprache, für einige eine Programmiersprache, für andere ist eine Skriptsprache, eine begonnene Game Engine für 2D-Spiele zu entwickeln, auf Grundlage einer Game Library. Eine Library ist so eine Zusammenfassung schon von fertigen Teilkomponenten. Also zum Beispiel konnte ich so mit Texturen. Einfach zeichnen. Also leichter auf dem Bildschirm zeichnen, ohne jetzt irgendwie in den Grafikspeicher selber zu hantieren. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, weil das Betriebssystem nutzt ja. Für Grafiken nutzt man ja den Grafikspeicher, die werden dann da reingeladen und das wird dann kompliziert. Hatte ich mal begonnen, aber ich habe da das auch nicht so weit getrieben, um da irgendwie eine Meinung oder ein Fazit zu ziehen oder eine Bewertung. Eine gute Bewertung, also eine nicht laienhafte Bewertung zu tätigen. Ja, so viel dazu. So, wir müssen da lang. Ich dachte ja echt, dass hier ein Spieler in der Nähe ist. Da hatte ich gerade Glück. Das hätte auch ganz, ganz, ganz gewaltig nach hinten gehen können. Auf jeden Fall bin ich trotzdem gespannt. Heute ist irgendwie so ein. Ja, so Benchmarks geleakt worden von der neuen Grafikkarte. Die 280 Ti soll da wesentlich mehr FPS haben als die 1080 Ti. Wer hätte es erwartet? Oder wer hätte es anders erwartet? Aber das wirkt irgendwie trotzdem nicht ganz koscher. Beziehungsweise habe ich auch den Artikel nicht weit genug gelesen, um herauszufinden, auf welche Auflösung, also ob sich das jetzt auf Full HD oder 4K bezieht.
Weil da hieß halt Battlefield in Ultra halt nur irgendwie 69 Frames und das dachte ich mir, hä? Hoffe, die sehen mich jetzt nicht. Ja, ich hab's verstanden. Ihr macht mir auch Angst. Ich sag nichts, wenn du nichts sagst. Nee, ja, die neuen Grafikkarten sind auf jeden Fall ganz interessant. Und ich bin gespannt, was sie letztendlich leisten können. Und ob sich auch Raytracing durch die neue Grafikkarte wirklich mehr in den Fokus rückt, weil es ja halt echt eine coole, also es soll grafisch echt einen Sprung bieten. Wenn ich mal daran denke, früher habe ich mal bei Spielen noch die Schatten ausgestellt, weil meine Grafikkarte zu schwach war. Und das waren Spiele, die nicht hübsch waren, muss man dazu sagen. Und bei Arma 2, das ist ja immer, also das ruckelt in Ultra sogar heute noch auf meiner 1070 und meinem i5 8600K, die ja relativ potente Hardware sind, ruckelt es in bestimmten Gebieten und in Städten über 60 Frames mit KI. Ne. Macht die ganze Sache auch ein bisschen, naja, problematisch und da sind halt noch die ganzen Bugs drin. Ein Zomboy. Hat keiner geschrieben? Ne, schade eigentlich. Ist mal gefährlich, wenn ich hier lang. Ah. Meathead. Ah, der verliert immer so eine Viecher. Doggos. Ah, toll. Das heißt, es mich schnell bewegen. Ah, noch ein Meathead. Oder kein Meathead. Hä? Ach so, ich würde schon sagen. Ach so, da. Ich bin so klein, dass ich kaum über das Tür drüber gucken kann, wenn ich geduckt bin. Hä? Wow-Wows? Dann hatte ich mich mal echt lacht fern. Oh, ich schleiche aber auch heute echt extrem. Also, es hat sich ja bis jetzt mit einem Abschuss auch halbwegs gelohnt. Muss nur auf. Ich habe immer ein bisschen Respekt vor diesen Wasserviechern. Ich weiß halt auch nicht, ob die in so flaches Wasser in Anführungsstrichen gehen. Bin ich an mein Kabel gekommen? So. Okay. Ja, er schießt auf jeden Fall einer auf das Monster. Ich komme auch nicht so wirklich aus dem Knick. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen bewegen. Sah ein bisschen aus wie so ein Spieler, so wie er sich bewegt hat. Schnell da hoch, bevor. Ja, wenn ich hier runterspringe, ist glaube ich ein bisschen mehr, aber. Na gut, erfahren.
sind aber heute auch wieder viele Zombies, Mann. Oder viele so richtig wegabschneidende Zombies, also wo man dann wirklich mal überlegen muss, hey, wie bewege ich mich jetzt, um nicht aufs Nasenbein zu bekommen. Nein, sie können. Ah, da ist Lebenspunkte. Die sind doch ein bisschen äquivalenter. Oder äquivalenter, was sage ich? Wichtiger. Wenn ich schon irgendwelche Begriffe um mich spucke, sollte ich die wenigstens richtig verwenden. So, okay. Ich weiß, dass hier 100% Spieler sind. Das ist die Sache. Komm ich. Okay, jetzt heißt es ein bisschen ranhalten. Und aware sein. Cheat. Warum denn genau hier? Er ist alarmiert. Doch hier auch irgendwo angekommen sein. Na gut, hier kann ich auch warten. Der hier irgendwo in der Nähe ist und ich habe jetzt nur Angst vor anderen Spielern, die mich hier draußen lauern sehen. Oh. Nicht gut. Ja, nicht gut. Doppelläufige Schrotflinte wäre mir auch irgendwie ein bisschen lieber. Hände schwitzen schon. Oh Mann. Ich bin für dieses Spiel nicht gemacht. Oder für allgemein so aufregende Spiele. Wobei, ich könnte mich gleich bei jedem Spiel irgendwie aufregen. Oder allgemein fast jedes Spiel als aufregend empfinden. Ich habe heute auch noch asiatisch gekocht, sehr lecker. Also so rotes Curry. War sehr gut. Kann man appreciaten, wenn man will, mag. So. Siebenundneunzig, acht. Mann, dieses Spiel. Zu gut, zu gut. Oh Mann, das war gerade ein bisschen Kacke von mir, das gebe ich zu. Er macht ja die ganze Zeit, oh, bloß nicht entdeckt werden. Geht da hin.
Oh Mann. So. Au. Okay. Es wäre auch alles ein bisschen leichter, wenn ich nicht so trottelig wäre. Ich hoffe, er ist ordentlich verletzt. Ah, nicht ausreichend, scheinbar. Ah, Mist. Oh, Rang 3. Sehr gut. Hat er gut gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Okay, also für die hinterhältige Aktion habe ich das echt verdient, da noch über den Haufen geschossen zu werden. Mit der Stromblätter auf die Inferno komme ich echt nicht weit. Schade eigentlich. So, okay YouTube, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen. Das war jetzt ja nur so semi-erfolgreich. Aber wir sehen uns dann im nächsten Video. Ahoi dann!